Ja, liebe Studentinnen und Studenten, heute eine weitere Veranstaltung im Videomodus. Vielleicht eine Bemerkung nochmal vorab. Wir können natürlich, oder Sie können natürlich, die Kommentarfunktion, die ja jetzt freigeschaltet ist, auch gerne für Fragen nutzen. Das heißt, Kommentare können wir dann direkt in der Kommentarfunktion auch als Fragen beantworten. Im Übrigen, wenn Sie das nicht machen möchten, können Sie natürlich selbstverständlich auch uns jederzeit eine Mail schicken, wenn Sie Fragen zur Lehrveranstaltung haben. Und die beantworten wir Ihnen natürlich dann auch so gut das geht. Wir sind heute nach wie vor bei den Hirschartigen, bei den Cerviden und kommen aber jetzt zu den Neuwelthirschen. Wir hatten bislang ja die Altwelthirsche besprochen, das Rotwild, das Damwild, das Sika-Wild waren Altwelthirsche. Und wir kommen jetzt zu den Neuwelthirschen. Der wichtigste einheimische Neuwelthirsch ist das Reh. Auch wenn es in der alten Welt lebt natürlich und auch nur in der alten Welt lebt, so gehört es eben doch stammesgeschichtlich zu den Telemetacarpalia, ist also ein Neuwelthirsch oder ein Trughirsch. Wir haben beim Rehwild etwa 3 Subspezies in Europa, gegebenenfalls auch 4. Ich hatte ja am Anfang der Veranstaltung etwas versucht klarzumachen. Subspezies ist etwas, was sehr stark auch anthropozentrisch geprägt ist, dieser Begriff. Sie werden oft nach morphologischen Kriterien eingeteilt, neuerdings aber auch nach molekularen Kriterien neigt man dazu, Subspezies einzuteilen. Das ist alles nicht weiter schlimm, soweit man den Artbegriff und den Populationsbegriff dabei in Ruhe lässt, kann man das sicherlich tun, aber es ist eben sehr subjektiv und auch sehr vom jeweiligen Untersucher mitgeprägt, diese Frage, ob ein Typ, ein morphologischer Typ, ein Ökotyp auch gleich eine Subspezies ist. Neben dem europäischen Reh, was bei uns, also Mitteleuropa, flächendeckend heimisch ist, haben wir es in Nordosteuropa mit dem sibirischen Reh zu tun, das insgesamt etwas größer ist, auch ein größeres Geweih trägt. Es gibt dann das chinesische Reh, nicht zu verwechseln, dann auch mit den dortigen anderen Hirscharten in Ostasien. Und gegebenenfalls kann man auch das spanische Reh oder das Garganta-Reh als eigene Unterart ausweisen. Das sind dann aber schon sehr spezielle Fragestellungen. Das Reh ist heute für jedermann eigentlich klar eine häufige Tierart. Die meisten von Ihnen oder wahrscheinlich alle haben schon mal Rehwild gesehen. Wenn Sie mit der Bahn oder mit dem Auto durch die Landschaft gefahren sind, finden Sie dann auf den großen Äckern oft Rehe beim Äsen oder auch Rehe beim Ruhen in ihren Betten sitzend. Das war nicht immer so. Das Reh hatte wie viele andere Tierarten auch eine Tiefphase in der Population Mitte des 19. Jahrhunderts, ähnlich wie der Rothirsch auch, als die bürgerliche Revolution über das Land hinweggegangen war, als das Jagdrecht an Grund und Boden gebunden war, war das Reh durch intensive Verfolgung selten geworden. Es war meistens nicht ganz ausgerottet worden. Es gab aber durchaus Regionen, wo Rehe fehlten oder wie gesagt extrem selten waren. Das ist heute anders. Heute können Sie Rehe praktisch überall finden, also in urbanen Räumen, genauso wie in Wäldern, genauso wie in Agrarlandschaften. Beim Reh gibt es eine evolutive Besonderheit, wie man meint. Das ist die Hypothese, dass Rehe in der Evolution durchaus in wärmeren Regionen als den gemäßigten Breiten sich entwickelt haben könnten. Man überlegt, ob das irgendwelche subtropischen Entstehungsregionen waren. Dafür sprechen 2 Argumente. Zum einen die Geweihentwicklung, die bei uns in den Winter fällt und eine sehr intensive energiezehrende Sache ist. Das heißt also, hier fragt man sich, warum die Natur das so eingerichtet hat. Die Natur ist natürlich nicht so eingerichtet, aber warum das letztendlich so entstehen konnte. Das würde eben für eine eher wärmere Umgebung sprechen. Und ein zweiter Aspekt ist die verlängerte Tragzeit mit der Keimruhe. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Auch das ist ein Argument, was nicht unbedingt für eine evolutive Entstehung gerade hier in den gemäßigten Klimata spricht. Rehe sind Generalisten in ihren Biotopansprüchen. Sie leben, wie eben schon gesagt, eigentlich in allen Lebensräumen. Das ideale Biotop ist der strauchreiche Mischwald, das heißt also ein abwechslungsreicher Lebensraum, reichlich Wald-Feldgrenzen. Wir sprechen ja in der Wildtierökologie auch von den sogenannten Randlinieneffekten oder den Edge-Effekts. Das ist ein Begriff, der schon durch Aldo Leopold in den 1930er Jahren
in die wildbiologische Terminologie eingeführt worden ist. Und diese Randlinien sind für alle möglichen Tierarten sehr, sehr bedeutend. Diese abwechslungsreiche Landschaft ist eben auch für das Reh von entscheidender Bedeutung. Es muss sich verstecken können, es muss in der Nähe Nahrung finden, also Äsung haben, und es muss im Grunde kurze Fluchtwege haben. Das sind praktisch die Anforderungen an den Lebensraum. Rehe haben eigentlich bislang forstlich gesehen von den verschiedenen forstlichen Strategien, die wir in der Vergangenheit hatten, profitiert, sowohl im schlagweisen Hochwald, also letztendlich in einer forstlichen Wirtschaftsweise, die praktisch über Kahlschläge funktioniert hat, wo dann ein Bestand komplett geerntet wurde, wo dann eine Freifläche, ein Schlag entstand und diese Kahlschläge sich dann durch Pflanzung wieder bewaldet wurden. Auf diesen Kahlschlägen gab es, und wo Sie das heute noch sehen, finden Sie das auch heute noch, eine ja, krautreiche und strauchreiche Flora für ein paar Jahre, die zunächst mal Nahrung bietet, gerade in einem Konzentratselektierer wie dem Reh, die aber auch nah dabei auf Deckung bietet und die letztendlich von den Rehen sehr gut genutzt wurde. Solche strauchreiche Floren haben wir am Kahlschlag, ich sag mal, die ersten 10 bis 20 Jahre. Danach schließt sich die Dickung, danach wird das Nahrungsangebot weniger, aber es werden dann nochmal in der Dickungsphase eines solchen Bestandes, oft sind das ja Bestände mit einer einzigen Baumart, Fichtenreinkulturen, Kiefernreinkulturen, diese Fichtenreinkulturen zum Beispiel, wenn wir ans Erzgebirge denken, dann schließen die sich dann mit 15 bis 20 Jahren und dann haben wir nochmal 20 Jahre lang Deckung, wo die Tiere sich praktisch drin zurückziehen können. Danach sind diese Hochwälder relativ artenarm, deckungsarm und auch für die Wildtiere von ja, ökologisch eher niedrigerem Wert. Gleichzeitig, als man in der Forstwirtschaft in den 1990er oder in den frühen 2000er Jahren sich umgestellt hat auf Naturverjüngung, auf den Versuch, mehr naturnahe, stabile Bestände zu erziehen, hat das Reh ebenfalls profitiert durch das Mosaik, welches durch zum Beispiel auch Einzelbaumernte entstehen kann, wo dann im Wald eine kleine Lichtung entsteht, die dann wieder langsam zuwächst. Auch dieses kleinflächige Mosaik in den Waldbeständen, die dann auch zunehmend Laubbaumartenreicher werden, ist für das Reh im Grunde positiv zu sehen. Und damit haben wir eigentlich einen Profiteur bislang eigentlich der beiden wichtigsten forstlichen Phasen eigentlich auch gehabt, sodass das Rehwild nach 1848, nach dieser Phase des Niedergangs auch sehr schnell wieder zunehmen konnte. Wir haben im Grunde beim Rehwild einen besonderen, man kann sagen, Ökotyp. Das sind die sogenannten Feldrehe. Wenn Sie, wie gesagt, eben schon mal auf der Fahrt mit der Eisenbahn oder mit dem Auto auf diesen großen Ackerflächen kleinere Gruppen von Rehen stehen sehen, typischerweise im Winter, aber im Feld kann das auch durchaus im Sommer mal der Fall sein oder im Frühjahr, dann ist diese Sorte von Rehen ein bisschen anders als die üblichen Rehe. Also sind im Grunde keine Bewohner des Dickichts oder der dichten Strauchflora. Das sind dann im Grunde Bewohner, die sich sekundär an diese offenen Lebensräume angepasst haben, die dort praktisch das ganze Jahr leben können, sowohl den Winter über mit Wintersaaten verbringen können, im Sommer dort Deckung finden und Nahrung finden und die, das ist ganz interessant, ihr Verhalten auch modifiziert haben. Die fliehen oftmals ins Helle hinein, also ins Offenland hinein und flüchten nicht, wie Rehe das typischerweise tun, in die nächste Deckung. Da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Dieses Flüchten in die nächste Deckung ist an sich eine typische Eigenschaft des Rehwildes. Wir sprechen ja auch vom sogenannten Duckertypen. Der Begriff Duckertyp leitet sich ab von den afrikanischen Antilopenarten der Strauchsavanne, der Dornenstrauchsavanne, die im Grunde auch sehr körperlich sehr klein sind, Antilopen sind, die sehr klein sind und eben auch das typische Fluchtverhalten in die Dornsträucher hinein haben. Und auch das Reh flüchtet typischerweise in eine dunkle Deckung, wenn es irgendwie geht. Es hat von seinem ganzen morphologischen Körperbau her dafür auch sehr typische Merkmale. Wir haben diese typischen kräftigen Hinterläufe, die praktisch bei Reh dafür sorgen, dass es Sprints, kurze Fluchten sehr gut absolvieren kann, auch sehr schnell absolvieren kann. Wir haben diese geschwungene Rückenlinie, dass es praktisch auch sich
ein bisschen ja springend fortbewegt dabei. Es sieht fast wellenartig aus und eben ein typisches Merkmal von Tieren, die sich in der Buschlandschaft letztendlich wohlfühlen. Rehe leben von ihrem Sozialverhalten her in den verschiedenen Jahreszeiten sehr unterschiedlich. Wir haben einmal im Sommer weitgehend territoriales Verhalten. Die männlichen Tiere, die Rehböcke, deutlich intensiver territorial. Die weiblichen, die Ricken, leben allerdings auch im Sommer in Territorien, die auch gegen andere weibliche Individuen dann verteidigt werden. Wobei natürlich bei der Ricke im Sommer das Kitz, also das Jungtier des laufenden Jahres, noch in diesem Territorium selbstverständlich vorhanden ist. Im Winter wird die Territorialität dann deutlich reduziert oder aufgegeben. Die Rehe finden sich in kleineren Gruppen zusammen. Das sind oft auch durchaus verwandte Gruppen, aber jetzt nicht mehr typische Familienverbände, wie das beim Rothirsch der Fall ist, wobei eben doch tatsächlich die Verwandtschaftsgrade dieser Tiere sehr groß sind. Diese Sprünge sind lose assoziierte kleine Gruppen, um den Winter zu überdauern. Im Feld kommen diese Sprünge, wie schon gesagt, auch den Sommer über vor bei den reinen Feldrehen. Aber ansonsten ist das ein typisches Verhalten im Winter. Und vielleicht noch so ein bisschen zur Frage, werden Territorien, wie werden die verteidigt? Wir merken zum Beispiel im zeitigen Frühjahr, dass Rehböcke durch das Fegen ihres Geweihs an kleinen Bäumen oder durch das Plätzen, also das Wegscharren von Laub und Nadelauflage auf dem Boden, ihr Revier markieren. Rehe sind mit sehr vielen Duftdrüsen ausgestattet. Wir haben also zwischen den Klauen der Vorderläufer, den Schalen, intensiv wirksame Duftdrüsen. Wir haben praktisch an den Hinterläufen Duftdrüsen, die praktisch die Fährte des Rehes geruchlich markieren. Und wir haben auch eine Duftdrüse unter der Stirnlocke des Rehbockes, wo er dann praktisch durch das Bearbeiten von kleinen Bäumchen auch eine Duftmarke hinterlässt. Rehe sind insgesamt sehr stark olfaktorisch orientiert und haben eben, wie gesagt, eine ganze Menge an Drüsen, mit denen sie das auch verwirklichen können. Wenn Rehböcke in das Territorium eines anderen Rehbockes eindringen, dann wird dieses eben auch verteidigt, indem der Territoriumsinhaber diesen anderen Rehbock sehr intensiv vertreibt. Dazu kommt dann auch das Geweih zum Einsatz, allerdings auch hier kein Beschädigungskampf, ähnlich wie beim Rotwild oder beim Dammwild, sondern im Grunde ein ritualisierter Kampf, wobei die Verletzungsgefahr gerade bei den Stirnwaffen der Rehe, also bei dem Geweih, durchaus höher ist als beim Rotwild oder gar beim Dammwild. Vielleicht ein interessantes Phänomen am Rande noch. Dort, wo Feldrehe schon länger vorkommen, also in den großen Agrarregionen, gerade Nordwestdeutschlands oder Polens oder auch weiter nach Osten Richtung Ungarn, Ukraine, dort haben wir in den letzten Jahrhunderten oftmals auch Berichte, dass sich dort Rehe mit Großtrappen, zu denen kommen wir später nochmal, also einer großen im Feld lebenden Vogelart, vergesellschaften, sodass es sich eine Assoziation gibt im Sinne einer Symbiose. Die Trappe als Vogelart sieht sehr gut, hat ein sehr scharfes Sehvermögen, eine sehr gute Sichtmöglichkeit in die Ferne. Bei Rehen ist das eher anders, die sind eher kurzsichtig als Art des Buschlandes, sodass hier also die Möglichkeit besteht, dass den hohen Geruchssinn und den guten Geruchssinn der Rehe und das gute Sichtvermögen der Großtrappe zum gegenseitigen Nutzen einzusetzen. Also hier eine klassische Symbiose in heutiger Zeit, wo die Trappe sehr selten geworden ist, praktisch nicht mehr zu beobachten, aber es gibt eben aus früheren Zeiten da zahlreiche Berichte zu. Das Fluchtverhalten war jetzt schon an mehreren Stellen angesprochen, ist eine Kurzstreckenflucht. Rehe versuchen oftmals, sich lange zu drücken, wie man sagt, also sich gar nicht zu bewegen. Oder wenn sie im Bett auf dem Boden sitzen, dort auszuharren, ob der Predator oder die Gefahr sich vielleicht von selbst wieder entfernt. Und erst wenn die Gefahr dann sehr nah herangekommen ist, dann zu flüchten, dann aber auch schnell zu flüchten, eine kurze Strecke. Und dann praktisch wieder zu verharren,
Sie sehen das da auf diesem Bild auch. Hier sehen wir ein Stück Rehwild, welches während der Flucht stehen geblieben ist, das Haupt nach hinten wendet und erstmal Luft holt, ein bisschen zu atmen kommt und schaut, ob sein Verfolger immer noch hinter ihm ist oder nicht. Also dieses Flüchten in kurzen Distanzen und in kurzen Abschnitten mit immer wieder einer Pause dahinter ist für das Rehwild typisch. Das hat in der Praxis eine große Bedeutung bei der Bejagung. Auf Drückstöberjagden sollte man außer Tackeln eigentlich keine anderen Hundearten auf das Rehwild einsetzen. Alles andere ist aus Gründen des Tierwohls ausgesprochen fragwürdig. Diese kurzen Fluchtstrecken bedeuten auch, dass Rehe im Grunde auch deshalb ist das Thema Drückstöberjagd beim Rehwild eine ganz heikle Geschichte, dass die Tiere von ihrem Kreislauf, ihrem letztendlich Belastbarkeit ihres Kreislaufes auch nur an kurze Fluchten angepasst sind. Bei längeren Fluchten geht das dann sehr schnell in eine Hetze über, die a. vom Jagdgesetz her verboten ist und b. eben aus Tierschutzgründen auch tunlichst zu vermeiden ist. Die Tagesaktivität ist ähnlich wie beim Rothirsch auch eine polyphasische Aktivität. Wir haben also Zyklen, die sich zusammensetzen aus Äsen, in die Deckung zurückgehen, wiederkäuen, dösen, wieder zur Äsung austreten und das durchaus 7-8 Mal in einem 24-Stunden-Tag, sofern das Reh die Gelegenheit dazu hat. Gerade der kleinere Pansen, die typische Verdauungsphysiologie des Rehes, macht es notwendig, dass diese Tiere häufiger zum Äsen austreten als Rotwild. Das ist der Grund dafür, warum Sie das Rehwild auch deutlich häufiger auf offenen Flächen beim Äsen beobachten können. Beim Rotwild hat sich das alles sehr stark in die Nachtstunden verschoben heutzutage, wie schon erwähnt, durch die Bejagung, durch den Stress, den die Tiere haben, durch den Besucherdruck im Wald. Beim Reh ist das oftmals zwangsläufig nicht so weit gekommen, weil das Reh definitiv öfter auch raus muss zum Nahrung aufnehmen, egal ob es nun will oder nicht. Deshalb können wir das Reh auch häufiger bei Tageslicht beobachten. Zu den Sinnesleistungen war schon das eine oder andere gesagt. Der Geruchssinn ist wie bei den meisten Hirscharten sehr gut ausgeprägt. Es sind Makrosmaten, also Tiere, die in einer Riechwelt leben. Deshalb ist der Gesichtssinn insgesamt bei den Hirscharten gut, aber nicht unbedingt überragend. Beim Rehwild nochmal etwas schlechter als bei den anderen Hirscharten. Wir hatten das ja erwähnt, die Echthirsche, Rotwild, Dammwild vor allen Dingen sind typische Halboffenland-Offenlandarten, die auch über weite Strecken, über weite Entfernungen sehen können müssen. Beim Reh ist das anders. Das Reh hat diese Flucht ins Dunkle und muss dort im Dunkeln dann eigentlich auch nicht mehr viel sehen. Das orientiert sich dort dann sehr stark durch den Geruch. Aber eben auch durch Lautäußerungen. Rehe haben eine sehr intensive Kommunikation auch über Lautäußerungen, oft auch im Ultraschall-, Infraschallbereich. Möglicherweise, da ist man sich noch nicht so ganz einig, was das alles zur Kommunikation beiträgt. Der Gesichtssinn spielt aber gerade im Dickicht auch eine Rolle, der sogenannte Spiegel. Wir können das hier sehr schön sehen, man sieht von diesem Reh eigentlich fast gar nichts, aber man sieht diesen hellen Fleck am Ende des Rückens. Dieser sogenannte Spiegel, dieses leuchtende Weiß, ist auch ein Signal, welches den nachfolgenden Tieren in einem dunklen Dickicht signalisiert, wo das vorausgehende Stück gerade lang geht oder auch der Spiegel kann auch gespreizt werden als Warnsignal, das kann also mit gewarnt werden, die Kitze von der Ricke zum Beispiel. Das ist eine ganz interessante Anpassung an diese Buschlandschaften eigentlich. Die polyphasische Aktivität des Rehes lässt sich auch ganz gut daran erkennen, dass das Rehwild auf der Retina deutlich mehr Stäbchen besitzt. Also das spricht natürlich dafür, dass diese Tiere wirklich rund um die Uhr aktiv sein müssen. Wir kommen zur Nahrung. Hinsichtlich der Nahrung ist das Reh fast eine Modellart der Wildbiologie. Es ist ein Konzentratselektierer. Sie erinnern sich vielleicht an die Veranstaltung zum Rotwild. Dort haben wir uns darüber unterhalten, dass das Rotwild ein Mischäser ist, mit Tendenz ein bisschen zum Grasfresser. Mischäser heißt also sowohl,
energiereiche, also eiweiß- und fettreiche Nahrung, als auch faserreiche Nahrung. Beim Reh ist das Spektrum sehr stark in Richtung eiweiß- und fettreiche Nahrung, vor allen Dingen eben proteinreiche Nahrung, verschoben. Das heißt, es wird hier kaum, wenn es geht, faserreiche Nahrung genommen. Gras ist für das Reh zum Teil unverdaulich oder extrem schwer verdaulich, dafür aber Klee, Knospen, Wildkräuter und eben allenfalls ganz frische Gräser, die werden vom Reh geäst. Das heißt, wir haben hier ein ganz anderes Äsungsspektrum. Wir haben auch eine andere Morphologie und Anatomie. Der Pansen ist deutlich kleiner und ist auch letztendlich ganz anders in der Anatomie aufgebaut, als das beim Rothirsch der Fall ist. Für das Jahr ist es so, dass das Reh im Herbst massiv Nahrungsreserven anlegt, die sogenannte Herbstmast. Das hat auch mit dem Begriff der Baummast wieder zu tun. Das heißt, es werden hier im Wald Eicheln, Bucheckern, Kastanien in hohem Maße aufgenommen, um dann eine große, dicke Fettschicht aufzubauen. Wer sich Rehwild im Ende November, Anfang Dezember mal anschaut, der erkennt genau diese mächtige Fettschicht. Das heißt, die Tiere wirken auch deutlich größer dadurch. Das heißt also, hier ist eine Phase, in der Äsungsknappheit durchaus sich auch problematisch auswirkt. Und in Zeiten der Fichtenmonokulturen hatten wir oft kaum masttragende Bäume im Winter, was dann dazu geführt hat, dass man im Grunde im Herbst diese Mast auch simulieren, also ersetzen musste durch die Fütterung. Das hat sich heute mittlerweile weitgehend erledigt, weil man im Herbst heute durch den Waldumbau zunehmend auch fruchttragende Baumarten im Wald hat, die dann vom Reh genutzt werden können. Dazu kommt natürlich bei uns in Mitteleuropa immer noch die sehr starken Stickstoffeinträge in die Landschaft, das heißt also auch in die Wälder, sodass hier insgesamt das Wachstum der Pflanzen im Wald dadurch gefördert wurde. Die Nahrungssituation ist heute schon besser, als noch vor 40 oder 50 Jahren war. Auch hier bei der Nahrung die Größe oder genauer gesagt die Kleinheit des Pansens, der deutlich kleinere Pansen, auch im Verhältnis zur Körpergröße als beim Rothirsch, ist ein Zeichen dafür, dass dieses Rehwild eben wirklich sehr viel häufiger Nahrung aufnehmen muss und diesen Zyklus zwischen Nahrungsaufnahme, Verdauen, also Wiederkäuen, Verdauen und Dösen mehrfach am Tag durchläuft, häufiger als der Rothirsch oder der Damhirsch. Das Fortpflanzungsverhalten ist auch interessant und erwähnenswert. Wir haben eine Fortpflanzungszeit sehr spät im Jahr, im Juli, August. Die sogenannte Blattzeit hat zur Folge, dass wir eine verlängerte Tragzeit beim Reh haben müssen. Das heißt, der Embryo entwickelt sich eine kurze Zeit und stagniert dann in seiner Entwicklung, um praktisch dann erst wieder im Spätwinter ganz normal weiter zu wachsen. Der Begriff Blattzeit kommt übrigens aus der Jägersprache, weil zu dieser Zeit der Jäger den Rehbock durch das Fiepen mithilfe eines Buchenblattes typischerweise oder traditionell anlocken kann. Und diese Lockjagd auf den Rehbock heißt Blattjagd wegen dieses Buchenblattes und die entsprechende Fortpflanzungszeit heißt dementsprechend Blattzeit. Hier kommen wir nochmal auf die Frage, wo hat sich das Rehwild evolutiv entwickelt? Und hier haben wir natürlich auch die Hypothese, dass diese verlängerte Tragzeit eigentlich ein Kunstgriff der Evolution war, um praktisch das Geborenwerden der Rehkitze im Hochwinter zu vermeiden. Würde man jetzt den gesamten Hormonhaushalt umstellen, um die Fortpflanzungszeit zu verändern, einschließlich der ganzen entsprechenden Verhaltensparameter, wäre das wahrscheinlich in der Evolution deutlich komplizierter und dementsprechend auch weniger wahrscheinlich gewesen, als einfach nur die Tragzeit zu verlängern. Das heißt, es haben sich solche Individuen, so kann man sich das vorstellen, durchgesetzt, die haben besser überlebt, die eine längere Tragzeit hatten, wo das Kitz dann praktisch in einem Zeitpunkt oder Zeitraum zur Welt kam, der eben nicht mehr von sehr starken Einschränkungen, Schneelagen, Frost und so weiter geprägt war. Kitze werden also typischerweise im Mai, Juni gesetzt. Das ist jetzt in den nächsten Wochen irgendwann der Fall. Und beim Reh haben wir eigentlich ganz typischerweise zwei Kitze, gelegentlich auch mal eins, gelegentlich auch mal drei. Diese Zahl kann relativ stark variieren im Vergleich zum Rotwild. Das hat so ein bisschen damit zu tun,
dass wir es beim Rehwild auch mit einem sogenannten R-Strategen in der Ökologie zu tun haben. Das heißt, wir haben eine Tierart im Vergleich zum Rothirsch, ist das Reh ein R-Stratege. Es hat also eine kürzere Lebensdauer. Es nutzt seinen Lebensraum durch eine größere Plastizität, indem es zum Beispiel auch mehr Nachkommen zur Welt bringen kann, wenn die Zeiten gut sind, oder auch weniger Nachkommen zur Welt bringen kann, wenn die Zeiten entsprechend schlechter sind. Die Rehkitze, auch das ist relativ ähnlich wie beim Rothirsch, haben eine Phase, wo sie eigentlich schon flüchten könnten mit der Mutter, wo sie aber noch abgelegt werden. Also in den ersten 2 Wochen nach der Geburt werden Rehe im Schutze von Strauchflora oder hohem Gras, auf jeden Fall der Deckung, abgelegt. Sie haben dort relativ wenig Eigengeruch. Das heißt, sie werden auch von Prädatoren relativ schwer entdeckt. Der Fuchs muss sich schon sehr anstrengen, um ein abgelegtes Rehkitz zu finden. Schwarzwild findet gelegentlich mal eins, wobei es beim Schwarzwild eigentlich eher ein Zufallsfund dann ist, weil die Schweine haben praktisch dieses stöbernde Lebensweise oder stöbernde Nahrungssuche im Bestand und stolpern dann oftmals über ein abgelegtes Rehkitz, was sie dann auch fressen. Das heißt, deshalb haben wir auch beim Vorhandensein von Wildschweinen oft deutlich weniger Rehe in einer Region als dort, wo kein Schwarzwild vorkommt. Das Rehkitz ist in den ersten Wochen aber noch deutlich mehr auch Liegetyp als beim Rotwild. Das heißt also, es ist physiologisch zwar in der Lage, aufzustehen und rumzulaufen, aber der Mutter über größere Strecken zu folgen, ist beim Rehwild nicht der Fall. Nach 2 Wochen dann folgt es aber eben auch der Mutter. Und interessant ist auch, dass sich eine individuelle Mutter-Kind-Bindung erst relativ spät beim Reh einstellt, etwa nach 10 Tagen. Also das ist praktisch auch die Zeit, die dann dieses Folgen der Mutterfolgen vorbereitet. Das ist in der Praxis insofern ganz wichtig zu wissen, als wenn Sie verwaiste Rehkitze aufziehen, dann bedeutet das, dass so ein junges Rehkitz durchaus dann auf den Menschen geprägt sein kann. Und das führt dann eben oft auch dazu oder unterstützt eben auch noch dieses Phänomen, dass Rehe, gerade Rehböcke, die von Menschenhand aufgezogen worden sind, nach dem ersten Lebensjahr, wenn sie in die Geschlechtsreife eintreten, relativ aggressiv auch den Menschen gegenüber werden können, sind dann auf den Menschen geprägt und sehen den Menschen praktisch als Artgenossen an. Deshalb ist das Handaufziehen von Rehen, gerade Rehböcken, auch eine etwas kritische Geschichte, weil man diese Tiere hinterher kaum noch auswildern kann. Ja, die Geweihentwicklung beim Reh ist vom Prinzip her zunächst natürlich ähnlich wie bei den Echthirschen. Wir haben es also mit einem Knochengebilde zu tun und dieses Knochengebilde wird einmal im Jahr abgeworfen und dann in einem Zeitraum von um die 120, 130 Tage wieder neu gebildet. Das Bockkitz hat bereits schon im ersten Herbst des ersten Lebensjahres ein kleines, kann man es Geweih nicht wirklich nennen, es sind knopfartige Strukturen oder kleine Spieße, die sich auf den sogenannten Rosenstöcken, also diesen knochigen Strukturen am unteren Ende der Geweihstange befinden. Diese kleinen Geweihknöpfe oder Spieße werden dann im Winter gefegt, der Bast wird abgefegt und dann im Januar, Februar werden diese abgeworfen und im Frühjahr des zweiten Lebensjahres bildet sich dann das zweite Geweih, der dann Jährlingsbock, also ein Jahr alte Rehbock im zweiten Lebensjahr, der schiebt dann sein erstes, oder eigentlich das zweite Geweih, aber das erste richtige Geweih. Das sind oftmals Spieße. Ich kann das hier mal demonstrieren. Wir sehen also hier diese spießförmigen Geweihstangen. Hier unten dann die Rosen. Das sind diese Verbreiterungen an der Basis, dann die Rosenstöcke. Und das ist ein typisches Jährlingsgeweih, wobei typisch heutzutage sich auch etwas relativiert. Wenn wir eine sehr gute Nahrungsversorgung der Rehe haben, können auch im ersten Lebensjahr alle anderen Geweihformen, ob das nun Sechser, Gabler oder ähnliches sind, auftreten. Wir haben hier zum Beispiel mal einen, das sieht man jetzt hier an der Seite besser, einen sogenannten Gabler, das heißt, das ist ein Geweih, welches hier vorne eine Geweihsprosse hat und hier oben dann praktisch an einer Spitze endet.
Das ist ein Geweih, welches auch schon im ersten Lebensjahr geschoben werden kann oder auch in späteren Lebensjahren. Und mehr als ein Sechsergeweih, wie es beim Rehwild extrem selten. Ein Sechsergeweih sieht etwa so aus. Da haben wir dann praktisch auf jeder Seite drei solcher Geweihenden, wie man sagt. Also einmal hier ein Ende, einmal hier am Stangenende diese Gabel und das auf beiden Seiten. Das wäre jetzt ein sogenannter Sechserbock. In dem Fall auch ein sogenanntes gerades Geweih, welches auf beiden Seiten identische Endenzahlen aufweist. Diese Geweihe der älteren Rehböcke werden im März, April, also im Grunde ist das jetzt gerade um diese Jahreszeit vorbei, bei den älteren Böcken gefegt, bei den jüngeren, die sind noch auf dem Bast, die haben also noch diese haarige Bastschicht um die Geweihstangen und die fegen dann auch Ende Mai oder erst im Juni. Daran kann man auch das Alter um diese Jahreszeit sehr gut einschätzen. Das spätere Geweih dann wird im November oder Dezember abgeworfen und wir gehen davon aus, dass wir die Kulmination der Geweihentwicklung beim Rehwild im vierten bis sechsten Lebensjahr haben. Das sind dann typischerweise Sechsergeweihe, wobei wir davon ausgehen müssen, dass das Rehwildgeweih, anders als beim Rotwild, deutlich mehr Umwelteinflüssen, also der Nahrungsqualität, unterliegt und deutlich weniger von genetischen Faktoren bestimmt ist. Die Form wird sehr stark von genetischen Faktoren bestimmt. Sie können also eine Rehwildfamilie eigentlich immer sehr schön an den Geweihstangen der Rehböcke erkennen. Da ist sehr viel Erblichkeit drin in der Geweihform, aber in der Geweihstärke ist das kaum der Fall. Sie können also bei guter Nahrungsversorgung sehr starke Geweihe auch schon im ersten oder im zweiten Lebensjahr haben. Ist also relativ unabhängig vom Alter und ist auch die Geweihstärke ist relativ unabhängig von der Vererbung. Wichtig ist bei Wildtieren immer auch im Zusammenhang mit Wildtiermanagement die Schätzung des Alters. Am lebenden Individuum kann man das, wie gerade schon gesagt, den Zeitpunkt des Geweihfegens zum Beispiel, der gibt einen sehr guten Hinweis, wenn also ein Sechserbock im Juni noch nicht gefegt hat, entweder er hat eine schwere Erkrankung, aber viel häufiger ist dann doch die Hypothese, dass das eben ein Jährlingsbock ist, der schon sehr ein starkes Geweih entwickelt hat. Ältere Böcke fegen dann eben doch eher schon im März, also sind jetzt schon verfegt oder sind gerade dabei. Auch der Zeitpunkt des Haarwechsels, des sogenannten Verfärbens, ist ein Kriterium, wo wir das Alter am lebenden Individuum schätzen können. Oftmals wird auch die Farbe des Hauptes in der Sommerdecke beim Rehbock als ja, orientierendes Kriterium genannt. Das ist relativ umstritten. Man findet da also durchaus in bestimmten Regionen sehr gute Beispiele dafür, dass man gerade das bunte Erscheinungsbild mit der Farbe Rot, Schwarz und Weiß als ein Zeichen für den mittelalten Rehbock oder eher jüngeren Rehbock dann nimmt. Die ganz Jungen sind dann oft eher grau und die ganz Alten sind oft eher auch grau im Gesicht. Sind aber dann Merkmale, die sehr viel Erfahrung erfordern und die wirklich auch regional zum Teil sehr unterschiedlich sind. Deshalb sollte man sich daran wirklich nur als Gesamtbild auch orientieren und keines von diesen Merkmalen einzeln herausgreifen. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Körperform und das Verhalten. Auch das sind Alterskriterien, die man mit einer gewissen Erfahrung auch dann sehr gut einschätzen kann, aber die Erfahrung braucht es dazu dann eben. Wenn man das Stück Wild erlegt hat oder wenn man zum Beispiel auch einen Schädel findet draußen, dann kann man das Alter an zwei wichtigen orientierenden Kriterien einschätzen. Einmal am Zahnwechsel und einmal an der Abnutzung der Backenzähne. Die Backenzähne nutzen sich durch das Wiederkäuen, das regelmäßige Kauen, relativ regulär ab, wobei das eben auch wiederum sehr stark abhängt von dem Standort, wo das Reh erwachsen ist. Mineralreiche Nahrung zum Beispiel oder auch staubreiche Gegenden lassen diese Zähne viel früher abnutzen als das Fehlen von Stäuben und weiche Nahrung. Beispiel sind oftmals immer Rehe, die in der Nähe von Steinbrüchen groß geworden sind, wo eben sehr viel Staub auf den Pflanzenoberflächen liegt.
dort nutzen die dann oft doppelt so schnell ab wie in der normalen Situation in der Natur. Hier mal ein Beispiel für so einen Rehwild-Unterkiefer. Wir haben also hier die Zahnreihe im Unterkiefer der Backenzähne. Wir haben, ich will das hier nochmal ganz kurz zeigen, die drei Prämolaren und die drei Molaren. Der erste Prämolar fehlt bei den Wildwiederkäuern typischerweise, der eigentlich normalerweise hier vorne sitzen müsste, der ist nicht vorhanden. Und man kann also am Status des Zahnwechsels dann in den ersten anderthalb Jahren eigentlich sehr schön auch das Alter einschätzen. Hier haben wir jetzt gerade ein Individuum, welches den Zahnwechsel abgeschlossen hat. Wir sehen hier oben beim dritten Molar noch sehr schön diese Zahnfleischlinie, die noch weiß ist, die also noch nicht durch Pflanzensäfte, durch das Äsen dunkel gefärbt worden ist. Und wenn man dann oben drauf schaut, dann sieht man eben im Grunde auch ein ganz typisches Bild. Entscheidend sind die sogenannten Kunden, das sind praktisch diese, das ist hier etwas schwer zu erkennen, ich versuche es mal hier ein bisschen hochzunehmen, ja, hier diese kleinen halbmondförmigen Vertiefungen, in denen hier zum Beispiel irgendwelcher Schmotter drin sitzt, das ist noch der Rest von dem Wiedergekäuten, was das Tier kurz ante mortem sozusagen als Nahrung aufgenommen hat. Und diese Kunden, diese Vertiefungen haben zur Aufgabe, die Kaufläche zu vergrößern und damit eine intensivere Nahrungsaufschluss zu ermöglichen. Und die verschwinden dann irgendwann, also mit 5 Jahren sind dann praktisch beim ersten Zahn die Kunden verschwunden. Wenn man diesen Unterkiefer sich mal anschaut, dann kann man sagen, dieses Tier ist möglicherweise ja, 2 Jahre alt. Das kann man dann auch an der Reibefläche der Dentinflächen, wie weit die sozusagen abgerieben sind und sich dann die braune Farbe zeigt, erkennen. Das ist im Grunde Wissen für die Jägerprüfung, bei dem wir uns jetzt nicht vertiefen wollen, was Sie aber im Grunde in jedem Jägerprüfungsbuch auch sehr schön sehen können. Dass die Farbe generell auch mal eine andere sein kann, hier mal ein Beispiel von einem ja, etwa genauso alten Stück Rehwild, wo wir eigentlich dasselbe Bild sehen, nur eben ein bisschen farbliche Unterschiede sehen, also nicht von der dunklen oder hellen Farbe sich irgendwie beeinflussen lassen. Ein anderer wichtiger Punkt beim Rehwild-Unterkiefer sind die Schneidezähne und die Eckzähne. Wir können hier eigentlich sehr schön den inzisivoiden Eckzahn sehen, also was hier vorne auf beiden Seiten wie ein Schneidezahn aussieht, ist im Grunde der Eckzahn. Und dieser Eckzahn ist bei einigen Hirschen durchaus noch als Eckzahn ausgeprägt. Bei den Gattung Cervus oder bei der Gattung Capriolus ist er nach vorne gewandert und dient als zusätzlicher Schneidezahn physiologisch gesehen, obwohl es von der Entwicklungsgeschichte her eben ein Eckzahn ist und da vorne dann die 3 Schneidezähne auf jeder Kieferhälfte. Also insgesamt haben wir vorne dann rechts und links 2 inzisivoide Eckzähne und insgesamt 6 Schneidezähne auf den beiden Kieferhälften. Ja, zum Rehwild kann man sagen, es wird regulär genutzt. Das sind jetzt Themen, die wir uns dann irgendwann vertiefend auch im Modul Wildtiermanagement anschauen werden. Es wird bejagt, es wird durch verschiedene Jagdmethoden bejagt, ob das nun die Ansitzjagd ist, ob das nun die Pirschjagd ist, ob das die Lockjagd zur Blattzeit ist. Wo wir ein bisschen darauf eingehen müssen, ist sozusagen die Bewegungsjagd, in Anführungsstrichen, die es als solche ja eigentlich nicht gibt, sondern es gibt im Grunde eine Drückjagd, die also durch das Herausdrücken mit einzelnen wenigen Treibern oder eine Drückstöberjagd, Treiber und Hunde oder eine reine Stöberjagd nur mit Hunden durchgeführt wird und wo das Rehwild praktisch in Bewegung versetzt wird. Wir merken in den letzten Jahren zunehmend durch unsere Untersuchungen, dass die nicht ganz unproblematisch sind, weil sie einfach
oftmals zu wenig auf das Reh angepasst sind. Es werden also Drückstöberjachten auf Schwarzwild, Rotwild und Rehwild gemeinsam veranstaltet. Es werden dort, was man definitiv nicht tun darf, große Hunde eingesetzt und das Reh kommt bei diesen Jagden eben sehr leicht unter Stress und der Stress führt dann dazu, dass wir lebensmittelhygienisch Probleme kriegen können, aber eben auch, dass wir bei diesen Jagden oft Tierschutzprobleme haben. Deshalb sollte man das Reh definitiv nur dann auf Drückstöberjachten bejagen, wenn diese auf das Reh angepasst sind, wenn also andere Tierarten damit nicht mitbejagt werden und auch wenn das immer wieder gerade von forstlichen Interessengruppen anders gesehen wird. Hier müssen wir ganz klar sagen, ohne ein Mindestmaß an Tierschutz sollten wir bei der Bejagung definitiv nicht arbeiten. Und dieses Mindestmaß an Tierschutz fängt beim Reh im Grunde da an, wenn wir anfangen, Stöberjachten oder Drückjachten auf das Reh zu veranstalten. Dann, man kann das tun, aber man sollte das artgerecht tun. Das heißt, man sollte das definitiv kleinflächig tun und man sollte das definitiv nur auf die Wildart Reh angepasst tun. So viel schon mal vorweg. Das ist aber ein Thema, welches wir definitiv im Wildtiermanagement noch vertiefen werden. Wir bleiben bei den Neuwelthirschen, aber kommen jetzt zu einer deutlich größeren Hirschart, nämlich dem Elch. Der Elch, das ist für viele immer wieder überraschend, ist eben tatsächlich in Mitteleuropa der nächste Verwandte des Rehwildes. Und der Elch ist auch in der alten Welt verbreitet, der Elch kommt aber eben sowohl in neuer als auch alter Welt vor. Wir finden Elche in Nordamerika, wir finden sie in Ostasien, Nordostasien, wir finden sie in Nordeuropa, Nordosteuropa. Also wir haben ein sogenanntes zirkumpolares Verbreitungsgebiet wieder, einmal um den Globus herum auf der Nordhalbkugel. Wir finden dort, je nachdem wie man es wieder einteilen mag, rund 7 Unterarten. Die Übergänge zwischen den Unterarten sind fließend, das spricht eigentlich so ein bisschen dagegen, die wirklich als Unterarten auszuweisen. Wir haben die größte Unterart im wirklich den extremen kalten Klimateil in Alaska. Wir hatten im Kaukasus in der Vergangenheit Elche, die aber ausgestorben sind. Wir haben im Ostseeraum den sogenannten Küstenelch, der typischerweise ein sogenanntes Stangengeweih hat, während die kanadischen Elche oder auch die nordostasiatischen Elche oft große Schaufelgeweihe tragen, also so auch verbreiterte Geweihschaufeln haben. Der Küstenelch ist eigentlich auch der Elch, der oftmals in Mecklenburg oder in Brandenburg zuwandert, über Polen, aus Ostpreußen, aus den baltischen Ländern kommend und westwärts wandernd. Das Problem ist eben, dass hier, da kommen wir gleich auch mal drauf zu sprechen, die Tiere A, nicht sehr alt werden, weil sie eben sehr oft dann auf der Straße überfahren werden und auch nicht wirklich gerne gelitten sind, weil sie natürlich, wenn sie hier in einem Fichtenwald auftreten, auch sehr deutliche Schälschäden verursachen. Aber es ist noch eine ganz andere interessante Frage damit verknüpft. Ist eigentlich unser Klima in Mitteleuropa, in Westmitteleuropa, für den Elch geeignet, also sind wir hier möglicherweise nicht zu maritim für eine an kontinentales Klima angepasste Tierart. Wir wissen zum Beispiel auch aus Fossilienfunden, dass die Verbreitung des Elches auch in prähistorischer Zeit in dem Westen relativ begrenzt war, das heißt also die Fossilfunde von Elchen nach Westen hin, gerade westlich der Weser, lassen deutlich nach. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass hier offenbar auch eine gewisse Klimaadaptation an die kontinentaleren Klimata stattgefunden hat. Unabhängig davon ist es so, dass wir auch ja, verschiedene andere Phänomene beobachten können, dass wir also zum Beispiel immer wieder mal über mehrere Jahrzehnte deutliche Dispersionstendenzen finden, dass also Elche sich schnell ausbreiten. Wir kennen das aus Skandinavien in den 1980er Jahren, als dort Elche intensiv sich nach Süden ausgebreitet haben oder auch beispielsweise aus den großen Waldgebieten dann plötzlich in Städten aufgetaucht sind. Und wir wissen auch, dass Elche aus dem Osten nach Deutschland eben regelmäßig zuwandern. Und es ist eine ganz wichtige, spannende
naturschutzfachliche Frage, wie gehen wir mit diesen Elchen um? Erlauben wir ihnen hier die Ansiedlung, ermöglichen wir ihnen die Ansiedlung oder lassen wir es lieber sein? Auch das ist ein Thema des Wildtiermanagements später, aber eben hochinteressant, weil der Elch in der Zivilisationsraum ähnliche Probleme aufweist wie andere große Wiederkäuerarten auch. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, bei den großen Wildrinderarten, aber auch ähnliche Konflikte mit bestimmten Landnutzern macht. Wenn wir die konfliktträchtigen Arten mal anschauen, im Moment in Mitteleuropa, wo es mit verschiedensten Gruppen von Landnutzern verschiedenste Arten von Konflikten gibt, dann kommen wir im Grunde auf die Arten Wisent, Elch, Wolf und Braunbär. Das sind eigentlich die Arten, die alle irgendwo recht große Probleme bergen und die letztendlich ein sehr intelligentes und ein sehr wohlüberlegtes Management brauchen. Und beim Elch sind wir da eigentlich noch nicht wirklich weit. Es gibt zwar den ein oder anderen Elch-Management-Plan in einigen Bundesländern, aber solche Managementpläne sind oftmals auch nur das Papier wert, auf das sie gerade geschrieben sind. Auch die Populationsdynamik ist beim Elch ganz interessant. Wir hatten beim Reh ja gerade gesagt, es ist ein relativer R-Stratege, der also durchaus seine Bestandesdichte an die Umweltbedingungen gut anpassen kann. Das ist ganz interessant. Der Elch kann das auch in einem gewissen Umfang. Wir haben über einige Jahrzehnte eine deutliche Zunahme der Bestände beobachtet. Eine Ausdehnung des Verbreitungsgebietes nach Westen, wobei wir eben nicht genau wissen, wie weit es nach Westen insgesamt noch gehen kann. Wir wissen, dass große Teile Polens mittlerweile wieder besiedelt sind. Und wir wissen auch, dass wir in Schweden im Moment eine sehr hohe Populationsdichte haben und auch den Elch in Regionen vorkommend haben, wo er noch vor 30 oder 40 oder 50 Jahren gefehlt hat. Die Lebensräume sind eigentlich relativ spezifisch beim Elch. Wir haben also eine Art der Niederungen typischerweise, eine Art der feuchten, naturnahen Wälder mit hohem Laubbaumanteil, idealerweise große Waldgebiete. Je weiter wir nach Osten kommen, sind es vor allen Dingen die Waldtundren und die großen Sumpfgebiete, wo der Elch seinen Lebensraum hat. Dort, wo es noch Auwälder entlang der Flüsse gibt, ist es eine Art der Auwälder. Also er braucht Wasser und er braucht eine entsprechende Nahrung an Vielfalt an Gehölzpflanzen und anderen Pflanzen. Elche leben aber auch durchaus an Meeresküsten, an Meeresbuchten, gerade entlang der Ostsee. Und interessant ist auch, dass sich, das ist aus Nordamerika bekannt, oftmals Elche, die relativ gut schwimmen können, auch innerhalb von großen Seen auf Inseln angesiedelt haben, wo sie zum Beispiel der Hauptpredator, der Wolf, dort nicht erreicht hat, weil der Wolf relativ ungern zu solchen Inseln hinschwimmt. Das sind so ein paar Spezifika, die wir für den Lebensraum des Elches eigentlich im Hinterkopf haben müssen. In Wirtschaftswäldern ist der Elch deshalb natürlich äußerst ungern gesehen, weil er Bäume auch schält. Das Schälen macht er genau wie das Rotwild, er scheint aber auch dafür relativ gut prädestiniert zu sein. Wir sehen auf dem Foto hier diese relativ breite, quergestellte Oberlippe, die ja auch bei allen Elchkarikaturen immer schön herausgearbeitet wird. Damit kann er praktisch in Äserhöhe, also stehend, ohne sich zu sehr nach unten zu bücken, Gehölzvegetation, Blätter, Knospen, aber eben auch Rinde abäsen. Das mit dem nach unten bücken fällt ihm so ein bisschen schwer aufgrund seiner Anatomie. Kann er aber auch, er muss dann nur die Vorderläufe relativ breit auseinanderstellen und kommt dann mit dem Haupt auch bis zum Boden. Das sieht man dann häufig, wenn er auch im Wasser, zum Beispiel Wasserpflanzen, versucht zu äsen. Der Elch ist die größte derzeit lebende Hirschart. Er hat, wie bei den anderen bisher besprochenen Hirscharten auch, einen Geschlechtsdimorphismus in Sachen Geweih. Nur die Elchbullen tragen ein Geweih, die Elchkühe tun das nicht. Er hat eine ganz typische Struktur der Schalen, also der Klauen, die Schalen der dritten und vierten Zehe, ebenso wie die vierte und fünfte Zehe und das Geäfter sind relativ kräftig entwickelt. Er kann die Zehen auch sehr stark spreizen, sodass er praktisch auf weichem, moorigem Boden, aber eben auf Schnee auch sehr gut sich bewegen kann. Auch ein typisches Merkmal, welches eher für eine Evolution im eher kontinentalen Bereich spricht, gerade die
Anpassung an die schneereichen Winter. Die querstehende Oberlippe hatten wir gerade schon erwähnt als Greiforgan. Auch die dicht behaarte Decke zeigt eine Anpassung an kältere Regionen. Das heißt, wir sehen hier schon, dass diese Tierart deutlich eher an kältere Regionen angepasst ist. Und wir finden auch natürlich dies bei der Frage wieder, wie weit kann sich der Elch definitiv in Zukunft nach Westen verbreiten? Kann man diese Ausbreitungstendenz fördern? Wird die Natur irgendwo die von selber auch stoppen, indem man einfach dann wieder eine Westverbreitungsgrenze hat, die eben irgendwo mitten durch Deutschland durchgeht, wie das in der Vergangenheit offenbar schon mal war? Interessant ist auch, man sieht Elche eben sehr häufig im Wasser stehend. Sehr viele Fotos von Elchen, wurden Sie sich erinnern, da steht der Elch mit den Läufen im Wasser. Man hat eigentlich lange Zeit auch geglaubt, das hat mit dem Essen von Wasserpflanzen zu tun. Das ist auch durchaus richtig, aber es gibt auch durchaus die Überlegung, ob nicht dieses im Wasser stehen tatsächlich eine Funktion hat wie ein Autokühler, das also im Sommer, wenn es sehr warme Außentemperaturen hat, durch die Blutgefäße, die sich in den unteren Teil der Läufe befinden, diese Kühlwirkung im Wasser eingesetzt wird, um den gesamten Körper herunterzukühlen. Auch das würde für eine schlechte Anpassung eher an warme Phasen im Jahr oder auch an warme Regionen sprechen. Und gerade von dem Hintergrund des Themas Klimawandel müssen wir uns, denke ich, im Naturschutz Gedanken darüber machen, wie weit wir diesen Elch tatsächlich in Mitteleuropa fördern wollen oder auch fördern können. Die Wasserpflanzen waren ja schon mehrfach erwähnt. Wie schon gesagt, auch Laub, Knospen, junge Triebe sind ein wesentlicher Bestandteil der Nahrung des Elches. Im Winter dann wieder mehr Knospen, gelegentlich auch Rinde. Das Rindenthema ist eigentlich gar nicht so typisch für den Elch, weil er im Grunde ja durchaus auch Richtung Konzentratselektiere in seiner Ernährungsphysiologie geht, wobei er eben deutlich unterschiedlich als das Reh da ist. Also er hat nicht diese typischen konzentratselektiere Eigenschaften wie das Rehwild, aber er geht dann schon ein bisschen in diese Richtung. Das heißt also, hier ist Rinde nicht unbedingt die Nahrung, mit der er sich alleine ernähren kann, aber dennoch finden wir eben immer wieder Schäleinwirkungen von Elchen an Waldbäumen. Ja, interessant ist eben auch schon die erwähnte Morphologie, der relativ kurze Hals im Vergleich zu den Vorderläufen, der es dem Elch recht schwer macht, vom Boden Nahrung aufzunehmen. Auch das scheint eine Anpassung an Buschland entlang von Flüssen, zum Beispiel Auwälder, wo dann auch in Äserhöhe das pflanzliche Substrat wächst, von dem sich der Elch ernähren kann. Zum Raumzeitverhalten kann man vielleicht sagen, Elche haben eine relativ solitäre Lebensweise, also sie leben nicht in Rudeln, auch nicht im Winter wie das Rehwild in Sprüngen, sondern sie leben einzeln, sowohl die Kühe als auch die Elchbullen leben einzeln, die Kühe natürlich mit ihren Kälbern oft zusammen und sie nutzen auch keine festen Territorien, sondern sie haben im Grunde Streifgebiete, stellen sich vorübergehend irgendwo ein, wandern dann weiter. Das gleiche Phänomen sehen Sie eben auch bei unseren zuwandernden Elchen. Wenn Sie im Osten Brandenburgs oder Mecklenburgs gibt es immer wieder mal Waldgebiete, wo man weiß, da steht ein Elch, aber der Elch bleibt da eben nicht auf Dauer, sondern er wandert irgendwann weiter. Und wie eben schon gesagt, es endet meistens dann leider damit, dass dieses Tier dann auf irgendeiner Fernstraße überfahren wird. Die Fortpflanzungszeit beim Elch liegt im Herbst. Der Zeitraum ist weniger klar begrenzt als bei anderen Hirscharten. Das hat auch damit zu tun, dass die Weibchen zu unterschiedlichen Zeitpunkten paarungsbereit sind. Hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass beide Geschlechter, also Elchbullen, Elchkühe, wie gesagt solitär und voneinander auch getrennt leben, sodass man sicherlich auch einige Zeit braucht, bis man dann den Paarungspartner findet. All das scheint dazu zu führen, dass wir keine so ganz streng abgegrenzte Paarungszeit beim Elch haben. In der Paarungszeit ist es so, dass der Elchbulle die Elchkühe aufsucht, dann bis zur Paarung dort bleibt und dann weiterzieht und weitere Weibchen aufsucht. Das Weibchen hat dann eine Tragezeit von 9 Monaten. Der Elch hat keine Keimruhe wie das Reh. Diese 9 Monate sind relativ lang, aber bei größeren Tierarten ist die Tragzeit dann dementsprechend für die körperliche Entwicklung auch länger. Es werden dann auch typischerweise 2 Kälber gesetzt. Auch hier zeigt sich die Verwandtschaft zum Rehwild. Es können aber auch 1 oder 3 Kälber vorkommen.
Dementsprechend, wie die Fortpflanzungszeit schwankt, kann eben auch der Setzzeitpunkt der Elchkälber schwanken. Die Kälber sind Laufjunge, folgen der Mutter sofort und bleiben dann praktisch bei dem Muttertier, bis das nächste Kalb gesetzt wird. Die Säugezeit ist ungefähr 3 bis 4 Monate und die Geschlechtsreife tritt mit etwa 2 bis 3 Jahren ein, die Bullen eher später als die Kühe. Elche werden bei uns in Deutschland, ganz klar, wir haben keine Elche hier oder kaum Elche hier, die werden auch nicht bejagt, unterliegen aber dem Jagdrecht, haben eine ganzjährige Schonzeit. Und dort, wo man sie bejagt, also gerade in Skandinavien, werden sie entweder durch Pirsch oder durch Drückjagd oder Stöberjagd gejagt. Interessant ist beim Elch auch, wir hatten das ja beim Dammhirsch schon kurz gesehen, dass auch hier eine Zähmung zur Fleischgewinnung und zur Milchgewinnung, insbesondere in Russland, stattgefunden hat. Es ist keine Domestikation, es wird also nicht wirklich gezüchtet, es ist eine reine Zähmung. Zum Teil werden Elche auch, das ist ganz interessant, eine Hirschart, mit der man das offenbar machen kann, als Zugtiere vor dem Schlitten eingesetzt, ähnlich wie das Rehen, wo das ja viel bekannter ist, dieses Phänomen. Es gibt auch durchaus Berichte aus früheren Jahrhunderten, dass Elche als Reittiere benutzt worden sind. Aber das ist schon ganz interessant insofern, als eben die Hirscharten, dass diese Art der Nutzung durch den Menschen eigentlich viel weniger gerne haben und sich eben entsprechend auch weniger gerne dafür einsetzen lassen. Beim Rehen ist das eine Sondersituation, beim Elch, der ist in diesen Punkten offenbar auch entsprechend zu zähmen und auch abzurichten. Aber ansonsten sind Hirscharten da eigentlich nicht für geeignet, anders als Rinder- oder Pferdearten. Wir kommen jetzt zu den Rindern, zu den beiden Wildrindern, die es in Mitteleuropa mal gab. Und zu dem einen, dass es eben noch sehr selten und in sehr eingeschränkter Form noch gibt. Es gibt derzeit noch den Wisent in Mitteleuropa. Der Wisent war ehemals sehr weit verbreitet in Gesamteuropa und Asien. Wir kennen hier zwei Unterarten, den Bergwisent im Kaukasus, der sehr spät ausgerottet wurde, erst am Anfang des 20. Jahrhunderts, und den Flachlandwisent, der in der freien Wildbahn, man sagt, um Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich ausgestorben ist, dann aber in Gehegen noch an vielen Orten gehalten wurde. Der Wisent ist im Grunde die gleiche biologische Art und damit ein sehr naher Verwandter des amerikanischen Bison. Wir würden den Wisent entsprechend dann auch mit seiner wissenschaftlichen Bezeichnung Bison bonasus bonasus nennen und den Wisent Bison bonasus nennen und den Bison Bison bonasus Bison nennen beispielsweise. Die Wisente sind aber anders als der amerikanische Bison Waldrinder. Der Kaukasus Wisent vielleicht nicht ganz so sehr, aber gerade der Flachland Wisent ist ein typisches Waldrind, das aber auch durchaus Offenflächen braucht und sich seinen Lebensraum auch durch Offenhaltung von Landschaftsteilen mosaikartig selber schafft. Er nutzt ausgerenntierte Laubwälder, Laubmischwälder in Europa. Er lebt in der Waldsteppenzone in Asien, in sumpfigen Waldgebieten und Auwäldern und wie gesagt im Kaukasus auch durchaus an nicht allzu steilen Berghängen und Bergwiesen. Die Nahrung besteht aus Gräsern, sehr intensiv, zum Teil auch Kräutern. Rinder gehören zu den Grasfressern, also wenn wir uns die Skala der Äsungstypen bei den Wiederkäuern nochmal anschauen oder den Gedanken vor Augen rufen, dann haben wir eben auf der einen Seite das Reh als Konzentratselektierer, wir haben dazwischen das Rotwild, das Dammwild als Mischäser und wir haben dann auf der ganz anderen Seite dieses Strahls die Wildrinder, den Wisent als Grasfresser. Im Winter, wenn Gräser dann weniger zugänglich sind, wird natürlich auch Laubstreu und Knospen als Nahrung aufgenommen. Wisente leben in Familienverbänden. Diese Familienverbände sind matriarchal organisiert. Eine alte, relativ erfahrene Leitkuh führt diese Verbände. Wisentherden können relativ groß werden. Die Brunftzeit liegt im August und September. Und vor der Brunft teilen sich diese großen Herden in kleineren Gruppen auf. Und einzelne Wisentbullen oder Wisentstiere gesellen sich zu diesen kleineren Herden, verteidigen sie auch gegen Rivalen und
Deshalb haben wir also diese Veränderungen im Raumzeitverhalten, gerade während der Fortpflanzungszeit. Die Tragezeit beträgt auch hier 9 Monate, eine große Wildrindart, keine Keimruhe, sondern eine ganz normale lange Tragezeit. Es wird dann meistens ein Kalb gesetzt, das Kalb wird relativ lange gesäugt, ein halbes Jahr etwa. Und es fängt allerdings schon mit 3 Wochen an, auch pflanzliche Nahrung aufzunehmen. Der Wiesent ist ein ganz interessantes Beispiel für ein sehr früh einsetzendes Wildtiermanagement. Schon in den 1920er Jahren war er sehr selten geworden. Es existierten nur noch wenige Tiere eben in Gehegen. Saupark Springe zum Beispiel war so ein Beispiel. Man hat diese Tiere dann vermehrt und hat sie im Grunde auch in der freien Wildbahn ausgesetzt, zum Beispiel im Nationalpark Białowieża. Das liegt im Osten Polens bzw. im Westen Weißrusslands in den 1950er Jahren. Wir haben einen heutigen Bestand von 1000 oder mittlerweile auch mehr Tieren weltweit, wobei die Gattertiere und die Tiergärten mit eingerechnet sind. Wir haben ein großes Problem bei dieser Tierart, das ist die Frage der genetischen Variation, des Verlustes an genetischer Variation, weil eben mit sehr wenigen Zuchttieren gearbeitet wird. Es gibt darüber hinaus noch gewisse Animositäten auch zwischen verschiedenen Staaten. Das heißt also, die weißrussischen und die ukrainischen Wiesentzüchter haben durchaus andere Vorstellungen von Wiesentzucht, als man in Polen oder in Deutschland hat. Das führt dazu, dass wir eben eine ziemlich enge genetische Basis zurzeit haben. Und da muss man dran arbeiten. Da wurde auch schon sehr früh dran gearbeitet, auch ein bisschen intuitiv. Interessant ist zum Beispiel die Verdrängungszucht, die Lutz Heck in den frühen 1930er Jahren versucht hat. Er hat also zwischen Wiesent und amerikanischen Bison Kreuzungen durchgeführt, einfach um die Population zu sichern, um die Variation letztendlich aufrechtzuerhalten, auch wenn er von diesem Begriff der genetischen Variation damals noch gar nicht wissen konnte. Aber es war natürlich ein interessanter Gedanke zu sagen, okay, ich vermehre meine genetische Variation durch Einkreuzen von nordamerikanischen Bisons und anschließend züchte ich mit den Tieren weiter, die phänotypisch wie ein Wiesent aussehen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir nicht mehr den ursprünglichen Wiesent-Genotyp dadurch haben. Man kann das auf der einen Seite verurteilen. Im Naturschutz ist man heute noch sehr stark in einer Denkrichtung, die praktisch das Lokale überbewertet und das Fremde, man kann fast sagen, verteufelt. Da ist leider der Naturschutz in vielen Dingen noch nicht aus der Denke der 1920er Jahre rausgekommen. Dennoch kann man sicherlich sagen, wenn ich eine Art habe, die nur noch in so wenigen Exemplaren existiert, wie damals zum Beispiel der Wiesent, dann ist es durchaus zu erwägen, ob man nicht Artgenossen einer anderen Unterart einkreuzt, um hier die Variation zu erhöhen. Man hat, um das mal genetisch auszudrücken, damit eine Erhöhung der Anpassungsfähigkeit geschaffen, einfach an neue Umweltsituationen wieder. Man hat aber unter Umständen eine Reduktion der Angepasstheit damit auch erreicht. Also man muss versuchen, dazwischen die Waage zu finden. Und das ist ein Thema, wo wir uns im Master-Modul Genetik auch nochmal intensiv auseinandersetzen werden. Ja, vielleicht noch ein paar Sätze zum amerikanischen Bison. Der amerikanische Bison hatte auch eine Phase der niedrigen Populationsdichten, der war im Grunde auch kurz vor der Ausrottung. Sie wissen wahrscheinlich alle, dass der amerikanische Bison ein Politikum war. Man hat im 19. Jahrhundert versucht, ganz bewusst versucht, ihn auszurotten. Es gibt ja auch den bösen Satz, dass die Bisonjäger vermutlich mehr zur Lösung des sogenannten Indianerproblems beigetragen hätten, als das die amerikanische Armee getan hätte. Das ist eigentlich ein ganz schlimmes Zeichen, dass nämlich dort in den USA des 19. Jahrhunderts zum einen dieser Genozid an der indigenen Bevölkerung stattgefunden hat und dass man sich eben durch das massenweise Töten von Bisons versucht hat, den indigenen Prärie-Indianern die Nahrungsbasis zu entziehen. Das ist Gott sei Dank Geschichte, aber es hat eben dazu geführt, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Bison auch sehr selten geworden war. Allerdings hat man dann in den USA relativ früh, Anfang des 20. Jahrhunderts, erkannt, wo das Problem liegt. Und man hat versucht, durch intensive Schutzmaßnahmen diese Tiere zu erhalten und hat heute wieder
relativ stabile Bestände in den USA und auch in Kanada. Das ist anders als beim Wiesent, wo das alles etwas lang und brutal verlaufen ist. Und wir jetzt gerade anfangen, beim Wiesent so ein bisschen Fuß zu fassen im Artenschutz. Dieses Fußfassen, vielleicht auch das nochmal Rande, äußert sich zum Beispiel auch in Wiederansiedlungsprojekten. Wir haben ja gerade ein Wiederansiedlungsprojekt im Bereich Rothaargebirge, wo wir uns im Moment mit sehr vielen Kritikern beschäftigen müssen oder auch mit kritischen Stimmen beschäftigen müssen. Hier hat man versucht, Wiesente wieder anzusiedeln in einer Kulturlandschaft. Das scheint im Moment eher schief zu gehen, weil einfach die Schäden in Form von Schälschäden vor allen Dingen an forstlich relevanten Baumarten relativ hoch sind und die Toleranz gegenüber den Schälschäden relativ gering ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat man die Sorge, dass eben auch durchaus durch aggressive Wiesent-Muttertiere, zum Beispiel mit Kalb oder aggressive Wiesent-Bullen in der Brunft, Passanten, Menschen, Waldbesucher zu Schaden kommen können. Beides ist nicht ganz ausgeschlossen. Wenn man sich einer Wiesent-Kuh mit Kalb auf die falsche Art und Weise nähert, kann durchaus sein, dass die Kuh den Menschen kurz attackiert. Und es gibt auch durchaus Fälle, wo Wiesent-Bullen in der Brunft eben sehr aggressiv sind. Beides sind jetzt keine massenhaften Probleme, aber ernstzunehmende Probleme plus die Schälschäden im Wald, sodass man im Moment unsicher ist, ob dieses Wiesent-Projekt wirklich erfolgreich zu Ende geführt werden kann oder ob es abgebrochen werden muss. Und das wäre eigentlich sehr schade, weil wir damit sicherlich auch viele, viele Jahre auch die Chance verspielt hätten, solche Projekte erneut irgendwo mal auszuprobieren. So ein gescheitertes Projekt wird immer sehr schnell dann auch zum Vorwand genommen und sagen, ja, wir haben doch gesehen, es funktioniert nicht, also brauchen wir es gar nicht erst zu beginnen. Wir sollten es aber in Zukunft beginnen, wir müssen im Grunde nur im Vorfeld uns ein bisschen genauere Gedanken machen, wo, in welcher Region, zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Vorarbeit mit den betroffenen Interessengruppen muss das oder kann das geschehen. Das ist ein Thema, wo wir uns auch wieder später im Wildtiermanagement mit beschäftigen werden. Eine weitere Art der Wildrinder, die definitiv ausgestorben ist und auch nie wieder in dieser Form wiederkehren wird, ist das Ur, im Volksmund auch Auerochse genannt. Das Ur ist im Grunde auch eine Art, die lange Zeit in Mitteleuropa weit verbreitet war. Ursprünglich stammt sie aus dem indischen Subkontinent, dann ausgebreitet über gesamt Kleinasien, Vorderasien, über Europa, Nordafrika und in der letztendlich größten Ausdehnung Ende der letzten Eiszeit praktisch von Westeuropa bis Ostasien verbreitet war. Das Ur ist die Stammform des Hausrindes. Man hat also diese Art schon vor 8000 Jahren, wahrscheinlich auch schon früher, zu zähmen und dann zu domestizieren begonnen. Die Domestikation des Rindes ist vermutlich an mehreren Stellen des eurasischen Kontinents gleichzeitig begonnen worden. Wir wissen auch, dass die römischen Autoren noch von sehr intensiven oder von sehr hohen Beständen in historischer Zeit in Mitteleuropa berichtet haben, wobei dann diese Tierart dann doch offenbar in historischer Zeit sehr schnell ausgerottet wurde. Wir haben die letzten Restbestände, von denen berichtet wurde, im Mittelalter. 1627 ist so ein Jahr, wo das vermeintlich letzte Exemplar in freier Wildbahn in Polen erlegt worden ist. Danach haben wohl noch in Gehegen, gerade der Adelssitze, einige Tiere überlebt, aber dann sind die letztendlich auch verstorben, ohne sich fortgepflanzt zu haben, und das Tier war ausgestorben. Wir wissen über den Ur heute noch, dass er im Grunde auch lichte Wälder mit Grasflächen und Buschwerk darin genutzt hat. Wir wissen auch, dass er ein Grasfresser war, im Winter eben vermutlich auch von Laubstreu, von Baumfrüchten, von Trieben, von Bäumen gelebt hat. Und wir wissen auch, dass es ähnlich wie die anderen Rinderarten auch ein Leben in Familienverbänden gegeben hat unter der Führung einer erfahrenen Leitkuh. Das sind so die Vorstellungen, die man sich von diesem Ur macht. Wir können es nicht wieder zurückholen. Heck hat auch hier einen gewissen Versuch gestartet, seinerzeit in den 1920er Jahren, sogenannte Rückzüchtung, in dem Heck praktisch ganz verschiedene Typen an Hausrindern, an sehr urtümlich aussehenden Hausrindern, sich gesucht hat. Er hat ja im Grunde die Skelette aus Fossilfunden von den Uren und hat dann entsprechende Hausrinder sich gesucht,
und mit diesen Hausrindern phänotypisch versucht, dieses Ur wieder herzustellen. Also dazu gehören dann beispielsweise Rinderrassen aus Afrika, aus Südostasien, Gayal-Rinder, Banteng-Rinder, Watussi-Rinder beispielsweise, Highland-Rinder aus den britischen Inseln. Damit hat es ihm oder ist ihm schon recht gut gelungen, einen Phänotyp eines Rindes zu züchten, der dem, was wir uns unter dem Ur vorstellen, sicherlich sehr nahe gekommen ist. Das Problem ist aber, es ist kein Wildtier geworden, sondern es ist im Grunde ein gezüchtetes Hausrind geworden und das ist es bis heute noch, das sogenannte Heckrind. Das Heckrind wird heute sehr intensiv in der Landschaftspflege eingesetzt, um Flächen offen zu halten. Aber wir sehen dort an den Problemen, die wir mit den Heckrindern haben, gerade in Bezug auf Krankheiten, gerade in Bezug auf die Probleme der Überwinterung ohne Futter, kann man die Heckrinder auch kaum überwintern oder nur unter, sagen wir, sehr schwierigen tierschutzmäßigen Rahmenbedingungen überwintern. Das alles zeigt uns eigentlich, dass das hier kein neues Wildtier entstanden ist, sondern dass letztendlich mit dem Heckrind eigentlich ein neues, extensiv zu haltendes Hausrind entstanden ist. Hier haben wir letztendlich ja, ein Beispiel, dass nicht alles, was man sich vorstellt, machbar ist, dass aber Naturschutz eben auch manchmal unkonventionelle Wege zu gehen voraussetzt. Wir werden aber sicherlich davon ausgehen müssen, dass das Ur in seiner einmal vorhandenen Form im Mittelalter oder davor bei uns in der Form nicht wieder entstehen wird. Das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir bei den Boviden weiter und würden uns dann über ziegenartige und schafartige Wildtiere unterhalten. Für heute war's das. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal.